MotoTV 22 Power bei MySport MyStory. Ja, heute mit dem ersten Tag in Saalfelden beim ÖAMDC 9 Driving Experience Rundkurs, ein Kurs für Rennsportfahrzeuge. Wir von MySport MyStory waren mit den Veranstaltern hier direkt der ersten Test mit dabei. Ja, Manuel Reuter, der heute für das Team rund um Alexander Strobel und Peter Freisinger hier den Test absolvierte. Ja, und der Zweirad-Motorsportler Frankie Zohn aus Saalfelden war auch mit hier und begutachtete die ersten Trainingsrunden hier von Manuel Reuter und Alexander Strobel. Ja, und angrenzend an dem ÖAMDC Driving Experience Kurs hat Alexander Strobel ein wunderschönes Hotel. Ein Hotel, das alles bietet rund um Golf, Wellness und Kulinarisches. Ja, der Brandlhof veranstaltet am 16. und 17. hier einen Track Day. Einen Track Day von Fahrzeugen von Formel 1 über Tourenwagen, GT-Fahrzeugen bis hin zu Rallye-Fahrzeugen. Ja, wir freuen uns schon, hier am 16. und 17. hier das ein oder andere Bild zu bekommen und richtig tolle Action hier zu bieten. Ja, wir von MySport MyStory werden anwesend sein und euch Bericht erstatten. Leider durch das Covid-19 dürfen keine Zuschauer anwesend sein. Wir freuen uns von TV22 hier mit dabei zu sein und wir werden euch so schnell wie möglich die tollsten Bilder vom Driving Experience Center vom ÖAMDC in Saalfelden, Brandlhof bieten und senden. Zwei Jahrzehnte ist es her, wo du Motorsport noch aktiv gemacht hast und jetzt hast du die eigene Hausrennstrecke vor der Tür. Ja, es ist nicht die eigene, es ist das ÖAMDC Experience Center, aber es ist toll, dass es direkt am Brandlhof ist. Eine tolle Geschichte. Peter, du hast das alles eingefädelt, gemeinsam mit Alexander, am 16. 17. hier dieses Testen mit den Motorsportfahrzeugen. Die Idee kommt eigentlich vom Alex. Brandlhof hat immer die besten Ideen und er hat mich angerufen und gesagt, machen wir was gemeinsam, du Motorsport und ich den Rest, Gastronomie. Habe ich gesagt, ja passt, sitzen wir in einem Boot, er ist der Veranstalter, wir haben geile Strecken vor der Haustür, was wollen wir mehr und das Ganze im schönsten Bundesland Österreichs, Salzburg. Super toll, Frankie, du normalerweise auf der Speedway-Maschine und heute hier, was sagst du zu diesem Gelände? Ja, einfach sensationell, natürlich hier als Lokalmatador in Saalfelden, muss ich sagen, das Experience Center ist erstens einmal toll geworden, zweitens das Streckenlayout spricht für sich, sehr viele Einmündungen, also man kann das Layout immer verändern und was mir extrem auffällt, Asphalt mit Grip, also für uns, für die Motorrad auch interessant. Geile Geschichte. Geile Geschichte, ja. Das kann man richtig trainieren. Ja. Das war natürlich super. Also das Training für mich auf dem Motorrad, speziell im Supermotorbereich, ist sehr wichtig und hat eine ähnliche Charakteristik wie bei uns beim Eisspeedway. Und ja, ich freue mich schon. Manuel, du hast jetzt die ersten Runden gedreht mit einem 600 PS Mustang Cobra. Wie war der Eindruck? Ja, Eindruck war im Grunde schon so, wie er von der Optik her war, richtig gut. Geile Strecke, wie gesagt, ist kopiert, hoch, runter. Und wenn du die gerade runterballerst, bist du auch richtig schnell. Also da musst du unten aufpassen mit einem Bremspunkt und ja, ich glaube, wir können froh sein, dass so was überhaupt noch hier steht und wie der Frankie sagt, wir haben es noch vor der Haustür, also besser kann es nicht sein. Da haben wir den Mann, der für die Rennstrecke verantwortlich ist und der hier Tag und Nacht trainieren kann. Ja, wir sind selber überwältigt, dass wir jetzt diese Fläche, diese Strecke da bei uns am Brandlhof haben dürfen. Ich habe natürlich auch das glückliche Los, da auch diese Trainings abzuhalten, also als Instruktor ist man da halt natürlich auch sehr gefordert, aber es macht uns Spaß, wir freuen uns schon auf die Zeit, was kommt und auf jeden Teilnehmer, der was uns da natürlich auch besuchen wird. Es kann sich jeder anmelden, jeder vorbeikommen. Ja, auf alle Fälle, vor allem die Highspeed-Angebote, die werden wir da dann machen. Ansonsten haben wir uns natürlich auch unser Fahrtechnikzentrum, was ein paar hundert Meter da in Richtung Brandlhof liegt, aber wir können eigentlich jetzt von bis alles anbieten.
Und nicht zu vergessen, für die Unterkunft und fürs Wohl ist gesorgt, Brandlhof hier 500 Meter entfernt. Also eine tolle Sache, die hier geboten wird in Saalfelden. Wir wünschen alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft. Danke. Ford Escort Cosworth vom Alexander Strobel. Ein Ex-Fahrzeug von Carlos Sainz, ein Weltmeisterschaftsfahrzeug. Ja, mit dem Auto ist Carlos Sainz die Jänner-Rallye 96 gefahren. Es ist ein Gruppe A-Auto mit einem 6-Gang-H-Getriebe und hat an sich Werkstandard. Also das fängt wieder an zu jucken, wenn man so in einem Auto sitzt und das Gefühl der Vibration bekommt. Ja, freilich. Es ist ja ganz eine besondere Atmosphäre und nicht vergleichbar mit einem aktuellen R5-Auto. Ja, Alexander, der Eindruck hier auf diesem neuen Gelände. Ja, ist natürlich sensationell. Für mein Auto fast ein bisschen zu schnell, für ein Rundstreckenauto noch besser geeignet. Aber wirklich Wahnsinn. Irre, abwechslungsreich, sensationell. Saalfelden, ÖAMTC Fahrtechnikzentrum hier beim Brandlhof. Manuel, du bist jetzt gerade die ersten Meter hier gefahren mit diesem Ford Mustang, dieser Cobra mit 600 PS. Was sagst du, was für Eindruck hast du bekommen? Ja, wie gesagt, ich bin ja ist auch das erste Mal die ersten Runden hier gefahren. Ist ein tolles Layout. Du hast ganz unterschiedliche Streckenvarianten. Du hast ein kopiertes Gelände hoch, runter, ein bisschen blinde Ecken, richtige Randsteine. Also mir taugt es ja vom ersten Eindruck sehr. Und gerade sagen wir mal mit so einem Gerät mit 600 PS plus, dann geht es hier schon richtig vorwärts. Ja, der Manuel. 200 Mal ist er die DTM gefahren, ITC DTM-Meister, 24 Stunden Le Mans-Sieger, 24 Stunden Nürburgring-Sieger und jetzt der 1000-Sasser, nicht nur im Sport, sondern auch im Unternehmen. Du machst ja mehrere Sachen, du bist jetzt der Markenbotschafter für Rotronic, bist da auch direkt mit dabei an der Rennstrecke, du machst Instruktion, hilfst bei einem Team mit. Erzähl uns einmal, was ist der Eindruck bei der ADAC GT Masters für dich? Ja gut, das ist ein relativ junges Team noch in der Profiliga. Wir sind letztes Jahr auf Anhieb direkt Fahrer und Teammeister geworden. Und meine Position ist auf dem Papier, steht mal schön sportlicher Leiter, also alles, was mit dem Sport zu tun hat. Wir hatten jetzt gerade am Wochenende den dritten Meisterschaftslauf und sind jetzt wieder Meisterschaftsführende mit 4 Punkten Vorsprung. Also auch GT Master ist mittlerweile brutal hart. Du hast immer 30 Autos plus, wir haben 8 Hersteller dabei, 30 Werksfahrer, also verdammt enge Serie. Ja. Und wie du sagst, im Moment mehr als genug zu tun, aber das macht Spaß. Und wenn du halt in diesem Metier, das du seit 30 Jahren machst, da in der einen oder anderen Position dein Netzwerk nutzen kannst, ein bisschen was auch für den Sport zurückgeben, das macht halt riesen Laune. Und dann haben wir halt hier noch, wie gesagt, Brandlhof, ÖAMTC direkt vor der Haustür. Für das ein oder andere Mal auch Spaß zu haben und Events zu haben, besser kann es, glaube ich, nicht sein.